Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo die schönsten Menschen der Welt zusehen. Erstmal dicke Shoutouts an euch alle. Ich habe Namen mitgebracht. Ich habe hier einen Sack. Ich packe den jetzt aus und kram rum. Also für alle, die neu sind, hi, ihr werdet jetzt gegrüßt. Wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, tippt gerne in die Kommentare rein, irgendwas oder euren Namen einfach. Ich versuche mir die Namen zu merken. Also erstmal Shoutouts an Nina. Ich habe Nina mitgebracht. Ich habe Lena mitgebracht. Und Philipp. Da war eine Stimme. Bei Lena war meine Stimme kurz weg. Aber Nina, Lena und Philipp habe ich schon mal mitgebracht. Das ist schon mal gute Namen. Und ich schaue einfach mal auch ganz kurz noch, wir haben Zeit damit gebracht, ganz kurz auf Instagram, in die DMs rein. Shoutouts geht auch raus an Yolanda und an, wo ist noch ein Name? Ihr habt alle keine richtigen Namen. Und an Ella. Ich glaube, Yolanda und Ella habe ich auch getroffen, auf dem, die hatten mich in der Story erwähnt, nämlich auf dem Konzert getroffen. Shoutouts gehen raus an euch. So, jetzt haben wir aber erstmal hier ein schönes kleines Häppchen. Clueso und Elif mit Mond. Ich bin sehr gespannt, Mann. Ich freue mich drauf. Ich hatte erst, es war erst ein bisschen lustig, als dieser Song angekündigt wurde, hat Elif auch in ihre Story gepostet, weil dieses Titelbild von dem Musikvideo sollte, glaube ich, im Endeffekt halt ein Mond oder eine Sonne sein. Sah aus wie eine Pizza, wie so eine richtig schöne Pizza Margarita, Mann. Wie eine richtig schöne Pizza sah das aus. Habe ich schon ein bisschen Hunger bekommen. Ich bin aber sehr gespannt. Mond heißt der Song, Clueso und Elif zusammen. Junge, ich bin gehypt. Ich bin gehypt. Ich habe die Hörprobe nicht gehört extra. Das heißt, wir gehen komplett blind hier rein. Und ich freue mich sehr drauf. Ihr wisst, ich bin sehr, sehr großer Elif-Fan. Von Clueso habe ich auch, habe ich gar nicht so viel gehört, aber das, was ich gehört habe, hat mir immer sehr gut gefallen. Und er kommt auch immer in Interviews und wenn er bei irgendwelchen Shows zu Gast ist, unfassbar sympathisch rüber. Von daher würde ich sagen, hören wir rein und los geht's. Ihr könnt natürlich kostenlos abonnieren, wenn ihr wollt. Müsst ihr nicht. Alles Gucci. Junge! Ach stimmt, Elif hat sogar gepostet, 150.000 Euro für dieses Musikvideo. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen, 150.000 Euro. Ich bin sehr gespannt, Mann. Holy shit, sieht jetzt schon aus wie eine Sci-Fi-Folge von irgendwas. Geil, wow. Komm, wir hauen ab, sag es bloß, kann. Boah, ich mach nochmal ein bisschen lauter, Mann. Holy shit. Clueso, ich habe lange nichts mehr von Clueso gehört. Sehr angenehm, seine Stimme jetzt zu hören, so. Komm, wir hauen ab, sag es bloß kein. Bis zum Himmel ist nicht so weit. Boah, er hat so eine angenehme, dieses Kratzige in dieser Stimme, liebe ich bei ihm. Die Welt unter uns, sie wird so klein. Wow. Und wir schlafen auf dem Mond ein. Wir zwei, so high. In der gleichen Atmosphäre. Die Welt unter uns, sie wird so klein. Ey, er kann, oh, Elif, hi. Hi, da sitzt auf einmal Elif auf dem Mündchen hier rum. Sitzt Elif einfach rum, weiß ich nicht. Hi. Ey, geil, Mann. Er kann auch einfach so Hooks, Ohrwürmer, kann Clueso gefühlt so übel easy zack dir hinklatschen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe jetzt schon im Ohrwurm quasi und wir schlafen auf dem Mond ein und dann wieder Beat so einsetzt. Ich habe auch echt Bock, mit euch ein bisschen mehr Pop abzuchecken, so. In der gleichen Atmosphäre, die Welt unter uns, sie wird so. Und wir schlafen auf dem Mond ein. Oh mein Gott, dieses Augen-Make-up schon wieder, geil. Ich hab gedacht, dass es sowas nicht gibt. Eben noch dich jetzt im Boden geküsst. Junge, das sieht aus wie in einem Film. Clueso, muss man sagen, Clueso, schöner Mann. Clueso, sehr schöner Mann. Krass. Hat Clueso nicht mit Casey einen Song irgendwie gemacht vor ein, zwei Jahren? Da habe ich das letzte Mal, glaube ich, was gehört von ihm. Boden geküsst. Kommst du noch eine Runde mit hoch oder nicht? Hm. Ich will wissen, was da oben noch. Ey, wie cool. Kleines Detail, sorry, dass ich so oft pausiere. Hier ist der Schatten von Elif zu sehen. Wir sehen hier, Clueso steht vor diesem Ding und der Schatten von Elif ist zu sehen. Cool. Sehr krasses Musikvideo, ehrlich. Sieht so gut aus einfach. Was da oben noch ist. Die Zeit hier unten hab ich so satt. Hm. Nur Wellen aus. Ey, es gibt, ich kann immer hier stoppen und ein Poster verlangen wieder. Junge, ich habe hier immer noch das Poster von Elif hängen, was sie mir damals, bei meiner allerersten Elif-Reaction war das, glaube ich, habe ich gesagt, ey, davon hätte ich gerne ein Poster. Und Elif hat mir irgendwie eine Woche später ein Poster zugeschickt, Mann. Einfach so süß auch gewesen damals. Beton in dieser Großstadt, wir zwei, so high. Versprech dir, dass ich dich nie wieder loslass. Ich weiß, nur mit dir werde ich die Schwere los. Auch diese ruhigeren Sachen, also Clueso wirklich krass, Mann. Ich habe echt Bock, auch mehr Pop mit euch und so Sänger abzuchecken, weil das sind so krasse Sachen, die man sonst verpassen würde vielleicht. Wir zwei, so high. Man hat im Hintergrund Elif schon gehört hier drauf gerade. Dass ich dich nie wieder loslass.
Wie gut sieht das aus? Hier ist die Pizza quasi, wisst ihr? Auch so dieses, wie er da so gechillt, laid back, so richtig. Also, ich weiß nicht, die Performance ist auch nice von ihm bis jetzt im Musikvideo. Es ist alles bis jetzt echt stimmig, geil. Oh mein Gott, Elif! Wow. Oh, ich hätte gefühlt, wenn sie jetzt auf der anderen Seite hier. Der Schatten ist vorne zu sehen, aber sie kommt hinter diesem Stahlding hervor. Es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an, ich weiß nicht, an, wie hieß dieser eine Sci-Fi-Film mit Cara Delevingne in der Hauptrolle und irgendeinem Typen in der Hauptrolle noch. Valorian? Irgendwie so. Ein bisschen daran erinnert mich das Musikvideo so ein bisschen. Und wir schlafen auf dem Mond ein, wir zwei. Boah. So in der gleichen Atmosphäre, die Welt unter uns, sie wird so klein. Krass. Und wir schlafen auf dem Mond ein, okay, jetzt kommt sie da zumindest raus. Es hat sich eben schon echt schön angehört, die beiden Stimmen aufeinander zu hören. Und ey, ich will eigentlich auch mehr über die Musik reden, aber dieses Musikvideo ist Endlevel einfach. Schaut euch auch das hier an. Junge, kurz bei der NASA einmal angerufen, schickt mal bitte die Aufnahmen, die keiner sehen sollte, schickt die jetzt mal rum hier. Geil. Und sie wird so klein. Und wir schlafen auf dem Mond ein. Wir wollen einfach weg und kommen nie mehr zurück. Auch wenn ich weiß, es klingt viel zu verrückt. Sie fällt hin, wo sie will, weil die Liebe so ist. Ich hab dich mein halbes Leben vermisst. Diese Zeile hat Elif in die Story gepostet, weil jemand gefragt hat, was ist deine Lieblingszeile? Und Elif hat gesagt, ich habe dich mein halbes Leben vermisst. Junge, das war schon so eine Zeile, wo ich dachte, ja Mann, ich habe Bock auf dieses Lied, Mann. Elif hätte so eine sau angenehme Stimme, wenn sie reinkommt, finde ich. Und komm nie mehr zurück. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsstimmlage bei Elif. Wenn ich weiß, es klingt viel zu verrückt. Sie fällt hin, wo sie will, weil die Liebe so ist. Geil. Ich hab dich mein halbes Leben vermisst. Auch ein bisschen Mike Tyson hier angelehnt mit dem, wie heißt das? Ein Tribal heißt das, oder? Tribal? Ich glaube schon. Seh die Lichter nur verschwommen und der Mond leuchtet nur für unsere Nacht. Boah, auch, sie hat wieder so ein bisschen so eine kleine Choreo. Bin ich Fan von, habe ich schon immer bei, auch bei diesem O2, ich werde das immer im Kopf halten, das O2-Konzert, Mann. Die Choreo von Elif, geil. Ich will sehen, wie weit wir kommen. Ich weiß, nur mit dir werde ich die Schwere los. Mm. Und zwei sieht man nur noch durch das Teleskop. Boah, so eine schöne Aufnahme hier schon wieder. Junge, wie cool sieht das aus. Was ist eigentlich mit diesen Stahlsachen? Ich check das nicht. Woher kam das? Also ich weiß, in den ganz alten Planet Affenfilm, nee, im Odyssee im Weltraum 2001, da war auch so ein Stahlding. Und die waren auch vor ein, zwei Jahren, wurden die auch random irgendwo aufgestellt. Ich weiß genau, was das ist, wer das kommt. Auch so ein bisschen Stonehenge-Feeling, aber das sieht man öfter in so Sci-Fi-Filmen, oder nicht? So weit komm, wir hauen ab, sag, oh mein Gott! Geil! Geil! Und wir schlafen auf dem Mond ein. Hier haben wir die Pizza. Schön. Pizza. So high, in der gleichen Atmosphäre. Und wir schlafen auf dem Mond ein. Das hat da so was voll Angenehmes, wie die beide so irgendwie ihren Kopf so gleich bewegt haben und voneinander standen. Hat was voll Angenehmes. Wow. Junge, auch diese Aufnahme hier, man sieht jeden kleinen Riss in diesem Berg. Geil. Wow. Wow. Aber das ist nicht der, glaube ich. Ist nicht Philipp Döring, oder? Das ist nicht Philipp Döring, weil Philipp Döring. Nee, okay. Es gab einen, der hat mal für JBB, also für Battle Rapper, Musikvideos gedreht. Philipp Döring heißt er, glaube ich. Und der wird aber mit Ö geschrieben. Also ist, glaube ich, nicht Philipp Döring. Okay, a Döring Production shot by Mo Video Productions. At LED Cave. Haben Sie das so, wie Mandalorian gedreht wurde?
gedreht und so wie Boba Fett gedreht wurde, dass quasi ein LED-Raum hinter ihnen war und die in der Mitte standen und quasi kein Greenscreen war, sondern dieser LED-Raum hinter denen wurde beleuchtet. Gib mal ein, wie Mandalorian. Gib mal ein Mandalorian LED-Shoot oder so, oder LED-Set. Die Star Wars, die Mandalorian. Da sieht man das ganz krass, wie das gedreht wurde. Interessant, ey, geil. Geil. Ja, wobei, Executive Producer ist Janis Döring mit Ö. Ich glaube nicht, dass er das ist. Wäre cool, wenn. Dann Shoutouts. Aber auch so Shoutouts, ey. Ein unfassbares Musikvideo, holy shit. Das beste Musikvideo, was ich seit langem, langem gesehen habe. Kann easy durchgehen als so ein Sci-Fi-Film, Sci-Fi-Serie, Folge, whatever, auf diesem Budget-Level. Also das war wirklich insane. Ohrwurm auf jeden Fall. Und wir schlafen auf dem Mond ein, ist ein Ohrwurm. Clouseau und Elif, was soll man sagen, passen zusammen. Was soll man sagen? Bro, unfassbar schöne Stimmen. Cooles Storytelling mit diesem Stahlding, so, wie sie sich die ganze Zeit gegengelehnt haben. Der Schatten von Elif, so Foreshadowing im wahrsten Sinne des Wortes übrigens, Foreshadowing, zu sehen war. Und am Ende ist das Ding weg, sie sehen sich und es war ein cooles Highlight nochmal im Musikvideo. Cooler Song. Ich habe auf jeden Fall Bock mit euch, mehr Pop-Sachen abzuchecken. Ja, wir haben ja immer schon von Elif sowieso schon Sachen gehört und auch hier und da, manche Sachen gehen natürlich in die Pop-Richtung. Aber ein bisschen mehr noch was abzuchecken, hätte ich Bock drauf. Deswegen lasst mir auch mal dazu gerne mal in die Kommentare da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer, und ciao.